Der kleine kommunistische Kanal, obwohl so klein ist er ja gar nicht, die haben 10.000 Abonnenten. 99 zu 1 hat ein neues Video zum Bündnis Sahra Wagenknecht gemacht. Und welche Kritikpunkte es aus diesem Bündnis aus kommunistischer Sicht gibt, das werden wir uns jetzt ansehen. Soziale Gerechtigkeit oder die unwidersprechliche Verhimmelung der dauerhaften Ausnutzung im Kapitalismus. Die optische Darstellung des Punktes soziale Gerechtigkeit auf der Webseite ist bereits verräterisch. Da sieht man einen Arbeiter mit Helm, der vermutlich mit einem Blick der Hoffnung nach oben schaut. Hoffentlich hilft mir die Regierung bei meinen Existenzsorgen, soll wohl die Botschaft sein, die das Bild vermittelt. Ebenso sieht man eine Mutter mit Baby im Arm, die mit eher verzweifelter Miene den Blick nach unten senkt. Sie scheint für die existenziellen Sorgen junger Mütter wie etwa einen Kita-Platz zu stehen, deren sich das BSW annehmen wird. So oder so ähnlich wird das Selbstbildnis potenzieller Regierender wie der BSW-Mitglieder sein, sich um die Sorgen der Menschen politisch kümmern. Nun gut. Ja, exakt. Also das haben Sie gut zusammengefasst. Die Sorgen sind unbestreitbar, existenzielle Nöte auch. Das BSW weiß, viele kommen trotz Vollzeitjob mit ihrem Einkommen kaum noch über den Monat. Das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft gilt nicht mehr. Der persönliche Wohlstand hängt längst wieder vor allem vom sozialen Status der Eltern ab, weil Kita-Plätze fehlen und unsere Gesellschaft alles andere als familienfreundlich ist. Leben besonders häufig Alleinerziehende und ihre Kinder in Armut. Millionen ältere Menschen können nach einem langen Arbeitsleben ihren Ruhestand nicht genießen. Schuld ist nach Ansicht des BSW eine gemeinwohlfeindliche Politik. Und es resümiert, der persönliche Wohlstand darf keine Frage der sozialen Herkunft, sondern muss das Ergebnis von Fleiß und individueller Anstrengung sein. Bleiben wir... Ja. Auch das gut zusammengefasst, kann man auch nicht zu sagen. Zunächst bei den Bildern auf der Webseite. Die Sicht auf die von existenzieller Unsicherheit Betroffenen ist hochinteressant. Einerseits schreibt das BSW bezogen auf die Arbeitenden selbst, sie sind es, die unsere Gesellschaft am Laufenden halten. Ein Geständnis über unsere Gesellschaft, welches bemerkenswert ist. Die gleichen Leute, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, kommen mit ihrem Einkommen kaum noch über den Monat. Bedeutet im Klartext, dass die Produzenten des Reichtums offenbar nicht über selbigen verfügen. Einerseits also nützlich mit der eigenen Hände Arbeit und gleichzeitig ohnmächtig über das Resultat dieser Arbeit zu verfügen. Ja, das, also über das ganze Resultat der Arbeit verfügt man ja im Kapitalismus nicht. Also ein Teil geht ja immer an die Arbeiter, ein anderer Teil an die Kapitalisten. Aber, also da die Arbeiter halt nicht Produktionsmittel besitzen, sondern die Kapitalisten oder eben der Staat. Also einige Produktionsmittel werden auch vom Staat besessen. Aber das kann man ja ganz einfach ändern, indem man für eine vernünftige Lohnpolitik sorgt. Also so kann man ja dafür sorgen, dass Produktivitätsfortschritte zu gleichen Teilen sowohl den Kapitalisten als auch den Arbeitern zugutekommen. Das hat man bis in die 70er Jahre sehr, sehr gut gemacht. Und das ist danach durch die Einführung des Neoliberalismus, durch große Steuersenkungen für Unternehmen, für die Kapitalisten halt aus dem Blick geraten. Und es wurde zudem noch Druck auf die Lohnentwicklung ausgeübt. Also man denke an die Politik, die schon unter Helmut Kohl gemacht wurde. Man denke an die Agenda 2010. Also es gab so eine Zeit von den 90ern bis Anfang der 2010er, wo das gesamte Masseneinkommen in Deutschland überhaupt nicht gestiegen ist. Also wir hatten einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren, so 1992 bis 2012, wo das Masseneinkommen gar nicht gestiegen ist. Also 20 Jahre Stagnation bei einem konstanten Wirtschaftswachstum, das sich in Gänze die Unternehmer in die eigene Tasche gesteckt haben. Und daran wird das Bündnis Sahra Wagenknecht wieder etwas ändern. Es braucht wieder eine vernünftige Lohnpolitik, es braucht wieder eine vernünftige Steuerpolitik. Und ja, jetzt mal schauen, was da jetzt aus kommunistischer Sicht so folgt. Verfügen. Das also wahrscheinlich wird gesagt, die Unternehmen, die müssen alle enteignet werden. Aber naja, hören wir einfach mal zu. BSW quatscht diese Menschen jedoch auch nur als Ohnmächtige, als Unterworfene dieser Zustände an. Das ist einerseits der beschriebenen Bildgestaltung zu entnehmen. Wir erinnern uns an den hoffnungsvoll nach oben schauenden Arbeiter, dass da so ein bedröppelter Trottel und kein Klassenkämpfer, der seine Lage selbst in die Hand nehmen will, abgebildet ist. Das ist kein Zufall. Aber auch der Programmtext des BSW ist da eindeutig. Man muss einfach weiterlesen. Sie sind es, die unsere Gesellschaft am Laufen halten und einen Großteil der Steuern zahlen. Als Steuerzahler, also als Unterworfene von Zwangsabgaben, die immerhin doch Regierende, wie potenziell Regierende wie das BSW, ihnen auferlegen, werden sie mit Respekt, wie es dann weiter im Text heißt, bedacht und angequatscht. Auch interessant. Anerkennung in ihrer Rolle als produktiv für das Kapital Unterworfene soll ihnen zuteil werden.
Ohnmächtig bezüglich des von ihnen geschaffenen Reichtums sollen sie weiterhin bleiben und natürlich brav Steuern zahlen. Auch unter der BSW-Politik, deren Posten schließlich von diesen Angesprochenen auch bezahlt werden soll. Wie man von Respekt einkommensmäßig über den Monat kommt, sollte man bei solchen Ansagen nicht nur beim BSW, sondern auch bei den anderen Demokraten. Wie gesagt, andere Steuerpolitik, andere Lohnpolitik. Also das Realeinkommen soll natürlich deutlich steigen. Im Kopf haben. Es wird auch nicht besser, wenn man sich die weiteren Vorschläge ansieht. Wir wollen den Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts stoppen und die Politik wieder am Gemeinwohl ausrichten. Eine hochproduktive Wirtschaft braucht qualifizierte und motivierte Beschäftigte. Die Voraussetzungen dafür sind leistungsgerechte Löhne, sichere Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen. Ja, da steht's doch. Also jetzt vielleicht ein bisschen blumiger formuliert als das, was ich hier gerade gesagt habe, aber ja, darum geht's. Um Lohndrückerei zu verhindern, sollte die Tarifbindung wieder gestärkt und die Allgemeinverbindlichkeit... Ja, das hebt das Lohnniveau an. Also die Tarifbindung, die bröckelt in Deutschland seit Jahrzehnten immer weiter ab, was eben mit zu diesem viel zu schwach steigenden Löhnen beigetragen hat. ...von Tarifverträgen erleichtert werden. Zugleich braucht unser Land einen zuverlässigen Sozialstaat, der Zukunftsängste abbaut und vor einem sozialen Absturz im Falle von Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter schützt. Die Gesellschaft driftet auseinander und die Politik macht nichts. Ein beachtenswerter Themenwechsel, den man nicht so leicht durchgehen lassen sollte. Eben ging es noch um soziale Unsicherheit, jetzt um das Verhältnis von diesen sozialen Unsicheren zu großen Konzernen und sehr reichen Privatpersonen, die später genannt werden und sich der Finanzierung des Gemeinwesens entziehen. Das BSW nochmal: Seit Jahren wächst in unserem Land die Ungleichheit. Die Vermögenskonzentration in Deutschland ist heute so hoch wie vor Beginn des Ersten Weltkrieges, als in Berlin noch der Kaiser regierte. Während Konzerne sogar in Krisenzeiten Rekorddividenden ausschütten, werden die Schlangen an den Tafeln immer länger. Und wer will schon die Kaiserzeit mit den Zylinderkapitalisten zurück? Oder wie soll man das verstehen? Bemerkenswert ist daran, dass eine Änderung des Verhältnisses von Reich und Arm keine Garantie der Abschaffung von existenziellen Sorgen ist. Einerseits, weil das BSW selbst sagt, dass das Gemeinwesen vom Vermögen der Reichen finanziert gehört und kein Lohn davon erhöht werden soll. Andererseits aber auch ganz logisch, nur weil es weniger Reiche und weniger Arme gibt, bedeutet das doch gar nicht zwingend, dass das eigene Einkommen für den monatlichen Bedarf ausreicht. Einerseits tritt das BSW im Namen der sozial Ungesicherten auf, um andererseits die Frage der sozialen Sicherung in das Reich des Zufalls zu verfrachten, solange alle nur zusammenhalten. Von den Gründen der Existenznöte möchte... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also Chat, helft mir mal weiter. Inwieweit verfrachtet das BSW die soziale Sicherung in das Reich des Zufalls? ...möchte das BSW auch gar nichts wissen. Zwar werden Lohndrückerei, fehlende Tarifbindung, unsichere Arbeitsplätze, schlechte Arbeitsbedingungen und ein mangelhafter Sozialstaat benannt. Ein Subjekt, welches Löhne drückt, Tarifbindungen umgeht, die Arbeitsbedingungen einrichtet und die Notwendigkeit eines Sozialstaates für die Wechselfälle der Lohnarbeit wie Arbeitslosigkeit und Krankheit herstellt, das will das BSW nicht sehen. Verfremdet werden die kapitalistischen Subjekte, hochproduktive Wirtschaft genannt, und auch das ist kein Zufall. Man will keine Verantwortlichen benennen. Man will ja deren Erfolg durchaus. Das erwähnt die Sarah stets und ständig in den Talkshows, wenn sie der Regierung und der Wirtschaftsminister Habeck die Ruinierung unserer Wirtschaft vorwirft. Darauf läuft das Programm des BSW also hinaus. Diejenigen, die den Reichtum schaffen, sollen sich in die ihnen feindlich gegenübertretenden Bedingungen dieser Reichtumsproduktion und die private Aneignung des Geschaffenen durch die Unternehmer unterordnen. Solange die Politik sich stoppt. Sie sind in unserem System schon untergeordnet. Es ist nun mal so, dass in unserem System ein Teil der Bevölkerung, ungefähr 1%, die Produktionsmittel besitzt und 99% das nicht tun. Also kann man hier ja an Twitch wunderbar zeigen, ich besitze hier keine Produktionsmittel, die Produktionsmittel sind bei Twitch. Also Twitch hat sogar das unternehmerische Risiko an mich ausgelagert. Also wenn mein Stream nicht gut läuft, dann ist das mein Problem und nicht das Problem von Twitch. Das mal an einem relativ harmlosen Beispiel zu zeigen, aber ist ja, das BSW will hier keinen Zustand herbeiführen, der nicht schon da wäre, sondern das BSW will die aktuellen Zustände
für die 99%, die eben keine Produktionsmittel besitzen, verbessern. Steuern von eben jenem geschaffenen Reichtum aneignet und mit Sozialstaat und Überwachung des Arbeitsrechts für die ewige Benutzung dieser nützlichen Idioten sorgt. Das ist also der gesellschaftliche Zusammenhalt des BSW. Dieses Verhältnis kriegt mit sozialer Gerechtigkeit seine unwidersprechliche Verhimmelung als Höchstwert. Dafür sollte man sich besser nicht einspannen lassen. Na, soziale Gerechtigkeit heißt, dass dieses Verhältnis so gestaltet wird, dass vom Zuwachs an Produktivität, den es gibt, hatte ich vorhin schon erklärt, die Arbeiter einen genauso großen Anteil kriegen wie die Kapitalisten. In den letzten 40 Jahren haben sich die Kapitalisten überproportional großen Anteil davon in die eigenen Taschen gesteckt, weil der Staat eben eine bestimmte Wirtschaftspolitik betrieben hat, die er vorher nicht betrieben hat. Also man hat es ja von den 50ern bis in die 70er geschafft, die Reallöhne stark ansteigen zu lassen. Egal, ob vom BSW, der Linkspartei oder sonstigen Fanatikern dieses Wertes. Ja, das BSW will den Kapitalismus nicht abschaffen. Also korrigiert mich bitte, wenn ich da jetzt was falsch verstanden haben sollte. Kritik ist, dann hatte ich mit meiner Vermutung vom Anfang recht. Na, soll man sagen. Obwohl, gebe ich mal keinen Daumen nach unten oder oben. Ja, ist wenig überraschend. Das BSW ist eine sozialdemokratische Partei. Hier werden nicht morgen überall rote Fahnen gehisst und die Unternehmen enteignet, wenn das BSW an die Macht kommt. Ist nun mal so. Ist aber auch bei jeder anderen Partei so. Und alle anderen Parteien machen dazu noch eine neoliberale Politik, die den Kapitalisten einen überproportional großen Anteil am zusätzlich geschaffenen Reichtum gibt.